Herzlich willkommen zum zweiten Tag der Peak Game Challenge zu MLG Columbus 2016. Gestern gab es so ein paar Spiele, wo man nicht dachte, dass die hätte passieren sollen. Nip Flipside ging in Overtime, war ziemlich unglücklich, dass wir nicht gewonnen haben oder ich nicht gewonnen habe. Da war auch die Peak Game Prediction 96 auf Nip und 4% auf Flipside. Trotzdem Overtime, knappes Ding, Flipside gut gespielt. LG hat gegen Mousebot gewonnen, Liquid gegen FaZe relativ eindeutig. Also die waren relativ gut, Liquid. Fnatic hat gegen Splice natürlich gewonnen. Ziemlich überraschend hat CLG gegen Envious gewonnen. Astralis gegen Gambit, Navi gegen Cloud und Virtus.pro hat 16 zu 1 gegen G2 gewonnen. G2 hat da wirklich nicht sehr gut gespielt. Also Tag 2, Maus gegen Flipside kann irgendwie in beide Richtungen ausgehen, die haben beide sehr gut gespielt. Aber da als Deutscher hoffen wir natürlich auf Mouseboards, wobei Flipside könnte das machen. Wobei ich denke auch, Mouse den schlechten Gegner hatte, weil Luminosity da auf Weltniveau spielt. FaZe gegen Splice. FaZe hat zwar nicht gewonnen, aber ich denke, gegen Splice müssen wir trotzdem gewinnen, weil das irgendwie so das schlechteste Team ist. Envious gegen Gambit. Denke ich trotzdem auf Envious, weil ich denke nicht, dass die hier rausfliegen wollen mit dem Line-Up. Können ja schon was machen. G2 gegen Cloud9. Nach der Performance von G2 muss man da eigentlich schon auf Cloud9 gehen. Wobei G2 natürlich nicht schlecht ist. Wenn die da mal irgendwie was Gutes hinbekommen, dann natürlich auch auftreten können. NiP gegen LG, denke ich, LG spielt wie gesagt auf Weltniveau. NiP immer noch mit Stand-In. Fnatic gegen Liquid, Fnatic. Astralis gegen CLG, auch Astralis. Und Navi gegen Virtus könnte knapp werden, aber ich denke einfach nur, dass Virtus ziemlich gut gespielt hat, weil natürlich G2 nicht ganz so gut gespielt hat. Und denke ich mal, dass Navi die Nase vorne hat. Wir hatten natürlich jetzt hier nur 1, 2, 3, 4. 4 Picks richtig. Wobei das halt immer nur ein Punkt ist und die hier erst wichtig werden. Natürlich sollte man den Toss nicht wegwerfen, aber sagt das nicht so viel aus. Also wie im Fantasy-Team. 140 Punkte, Kenny S war hier irgendwie ein Fehlpick. Ja, auch mit 52%. Aber in dem ersten Tag ist es ja immer nur so, dass besser vorne gespielt wird und da gibt es auch weniger Punkte. Von daher sind die nicht so viel wert wie die späteren Picks. So, jetzt habe ich hier Olaf Meister auf KD gesetzt. Gegen wen spielen die? Gegen Team Liquid. Das wird vielleicht nicht eindeutig, aber da sollten die auf jeden Fall gewinnen. Klatsch gegen Kenny S und Echo Warrior Happy. Die müssen hier auf jeden Fall gewinnen und Kenny S hat auch ein paar gute Klatsch-Kills gemacht. Entry Faker habe ich Rain genommen, weil ich denke, dass die spielen gegen Splice, denke ich mal, dass die erstens relativ hoch gewinnen werden und zweitens da eventuell auch so ein aggressiver Rain mal reinrusht und alles ummetzelt. Und Sniper bleibe ich bei Guardian. Das ist mein Roast für Tag 2. Könnt ihr mal eure Picks in die Kommentare schreiben und dann bis morgen.